Oh Gott. Aber zu lesen hier. Seite 1. Ich habe jetzt Tage mit dem Artefakt verbracht, oder waren es Wochen, Monate? Ich kann mir nicht sicher sein. Ab und zu kommen die anderen, bringen Essen oder Ablenkung. Sie sagen, ich sollte mich von diesen Studien lösen. Malik schlug sogar vor, es ist von Alter ihr geschrieben logischerweise, sie komplett aufzugeben. Aber ich kann mich noch nicht abwenden. Ich werde diesen Edenapfel verstehen. Ich muss es. Ist es eine Waffe, ist es ein Katalog oder beides? Wer Erkenntnis mehrt das Leid. Die Philosophie hinter dieser Aussage begreife ich, aber damit sie wahr wird, buchstäblich, eine Gesellschaft, die Krieg mit Ideen und Informationen führt, statt mit Schwertern und Waffen. Sein Nutzen ist einfach, beinahe elementar. Herrschaft, Kontrolle. Aber die Funktionsweise, die Mittel und Methoden, die es einsetzt, die sind faszinierend. Denen, die seinem Glanz ausgesetzt sind, wird die Erfüllung all ihrer Wünsche versprochen. Und es verlangt nur das eine im Gegenzug. Totale und uneingeschränktes Gehorsam. Wer vermag da noch zu widerstehen? Die fleischgewordene Versuchung. Ich erinnere mich an meinen eigenen Moment der Schwäche, als ich Al-Mu'allim entgegentrat. Mein Selbstbewusstsein war durch seine Worte erschüttert. Er, der mir wie ein Vater war, entpuppte sich als mein größter Feind. Nur den Hauch eines Zweifels, mehr brauchte es nicht, um in meine Gedanken zu kriechen. Aber ich konnte seine Phantome abschütteln, mein Selbstbewusstsein wiederherstellen und ihn aus der Welt schaffen. Ich habe mich selbst befreit, aber nun frage ich mich, tat ich das wirklich? Denn nun sitze ich hier und versuche verzweifelt zu verstehen, was ich geschworen habe zu zerstören. Und zwar deshalb. Der Apfel hat eine Geschichte zu erzählen. Ich spüre die Vorzeichen von etwas groß und gefährlich. Wir sind alle in Gefahr und es ist meine Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen. Ich kann nicht, darf nicht aufhören, bis ich die Wahrheit herausgefunden habe. Seite 2. Keine Textdaten. Ein Bild. Ach, guck mal. Ja, ihr seht vier kindlich gezeichnete Assassinen, die gegen Templer kämpfen. Im Hintergrund ist definitiv Jerusalem und Templer gegen Assassinen. Seht mal, die versteckte Klinge. Die Zeichnung der versteckten Klinge. Die habe ich mir noch nie angeguckt. Seite 4. Was folgt, sind drei große Ironien des Ordens der Assassinen. Erstens, wir streben danach, Frieden zu verbreiten, doch unsere Mittel dazu ist der Mord. 2. Wir streben danach, den Geist der Menschen zu öffnen, doch wir verlangen Gehorsam gegenüber einem Herrn und einer Reihe von Regeln. 3. Wir streben danach, die Gefahren blinden Glaubens aufzuzeigen, doch auch wir glauben blind. Ich habe keine befriedigende Antwort auf diese Vorwürfe, nur Wahrscheinlichkeiten. Beugen wir die Regeln für ein übergeordnetes Wohl? Und falls ja, was sagt das über uns aus? Dass wir Lügner sind? Dass wir Betrüger sind? Dass wir schwach sind? Ich kämpfe jeden Augenblick mit diesen Widersprüchen und trotz all der Jahre, in denen ich nachdenken konnte, kann ich noch immer keine passende Antwort finden. Und ich befürchte, dass es solch eine Antwort auch nicht gibt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Finden wir die Antwort also in unserem Glauben? Dass man zugleich zwei Dinge sein kann, in jeder Weise gegensätzlich? Und warum auch nicht? Bin ich nicht der Beweis, wir mit großmütigen Vorhaben, besessen von grausamen Mitteln? Wir, die Unantastbarkeit des Lebens feiern und es dann, ohne zu zögern, denen nehmen, die wir für unsere Feinde halten. Starke Worte. Wer waren diejenigen, die vor uns da waren? Was führte sie hierher? Und wann war das? Vor Jahrhunderten, Jahrtausenden oder noch eher? Es ist nur so wenig von ihnen geblieben. Was hat sie fortgetrieben? Und was sind diese Artefakte? Eine Flaschenpost? Werkzeuge, oder die zurückgelassen wurden, um uns zu helfen und zu leiten? Oder kämpfen wir um die Kontrolle über ihren Unrat, geben etwas eine göttliche Bestimmung und Bedeutung, das nicht viel mehr als ein ausrangiertes Spielzeug ist? Alter, ihr hattet sehr viel Zeit. Seite 6. Robert de Sable mag vielleicht tot sein, aber seine Bruderschaft lebt weiter. Auch wenn sie weniger deutlich in Erscheinung treten, so befürchte ich doch, dass sie eine Bedrohung bleiben. Wo sie einst in den Straßen umherstolzierten und einfache Ziele abgaben, ziehen sie sich jetzt in die Schatten zurück. Es wird zunehmend schwieriger, sie aufzuspüren. Welch niederträchtige Dinge sie wohl in der Dunkelheit entsinnen. Unsere Arbeit wird umso komplizierter. Es sind bereits Gerüchte über eine Bewegung auf Zypern im Umlauf. Das muss ich genau untersuchen. Ich habe dadurch begriffen, dass sich auch unsere Taktik ändern muss. Es bedeutet das Ende unserer Festungen, unsere Vorlieben für die aufsehenerregenden Vorführungen öffentlicher Ermordungen. Wir müssen unsere Netze im Stillen spinnen. Wir müssen das anders tun als in der Vergangenheit. Ich denke, wir werden hier auch erfahren, wie der Edensplitter nach Zypern kam.
Ich weiß, wie der nach Zypern kam. Logisch. Assassin's Creed Revelations. Ich bitte meine Brüder jetzt zwar, ihre Rituale aufzugeben, doch ich bitte sie nicht, ihre Glaubenserkenntnis zu entsagen. Das macht uns zu Assassinen. Nicht die Abnahme eines Fingers. Nicht ein falsches Versprechen vom Paradies. Nicht das Verbot von Gift. Ezio? Unsere Pflicht gilt den Menschen, nicht dem Brauchtum. Wenn wir schleichen müssen, so sollen wir schleichen. Wenn wir Gift verwenden müssen, so sollen wir Gift verwenden. Oh, ich nehme zurück, Ezio. Wenn unsere Klingen benutzt werden können, ohne Finger zu entfernen, so sollen wir nicht verlangen, sie zu entfernen. Und wir dürfen nicht unsere Entschlossenheit von Lügen und billigen Zauber beeinflussen lassen. Wir sollen offen und ehrlich sprechen. Wir sollen von Neuem entstehen. Die Modifizierung der versteckten Klinge. Ezio freut sich. Ich dachte, Adha würde mich in den Ruhestand geleiten, so dass ich meine Klinge niederlegen kann, um als normaler Mann zu leben. Doch jetzt weiß ich, dass man sich solchen Träumen am besten für den Schlaf aufhebt. Ihr Gesicht. Ich versuche es aus meinen Gedanken zu verscheuchen, wenn ich mich an die Tage und Nächte erinnere, in denen ich ihre Templerfänge über die Meere jagte. Ich habe sie beinahe rechtzeitig erreicht. Beinahe. Wenn ich doch nur schneller gewesen wäre. Stattdessen hielt ich ihren leblosen Körper in meinen Armen, sah den Schrecken in ihren starren Augen. Ich habe jeden Mann gejagt, einen nach den anderen, bis alle Verantwortlichen dieser Welt diese Welt verlassen hatten. Doch ich empfand keine Freude daran, keine Befriedigung oder Lösung. Ihre Tode brachten sie auch nicht zurück, heilten nicht meine Wunden. Danach war ich mir sicher, nie wieder für eine Frau so zu empfinden wie für sie. Glücklicherweise war diese Annahme falsch. So kommt Maria wahrscheinlich noch. Weshalb beharren unsere Instinkte auf Gewalt? Ich habe das Zusammenspiel verschiedener Spezies untersucht. Der angeborene Überlebensinstinkt scheint den Tod des anderen zu befördern. Weshalb können sie nicht friedlich nebeneinander existieren? So viele glauben, die Welt sei von einer göttlichen Macht erschaffen worden. Doch ich sehe nur den Entwurf eines Narren. Auf das Feiern von Zerstörung und Verzweiflung ausgelegt. Ich auch. Unsere Ursprünge erscheinen chaotisch, unbeabsichtigt. Zweck und Wesen einzig bestimmen durch den Lauf der Zeit. Aufgezwungen zuerst von der Natur und später dann vom Menschen. Schön. Mit der Zeit wird jeder Satz, der nur lange und... Boah, Leute, das sind so viele Seiten, ne? Mit der Zeit wird jeder Satz, der nur lang und laut genug ausgesprochen wird, unverständlich. Wird zur Wahrheit. Vorausgesetzt natürlich, dass man die Widersprüche überdauern und seine Gegner zum Schweigen bringen kann. Doch sollte man erfolgreich sein und alle Herausforderer beseitigen, dann ist das, was überbleibt, automatisch die Wahrheit. Ist es objektiv betrachtet die Wahrheit? Nein. Doch wie erreicht man jemals eine objektive Sichtweise? Die Antwort lautet gar nicht. Es ist buchstäblich physikalisch unmöglich. Es gibt zu viele Unbekannte, zu viele Bereiche und Formeln, die es zu beachten gilt. Wir können es natürlich versuchen. Wir können uns einer Enthüllung Zentimeter für Zentimeter nähern, doch erreichen wir sie nie. Niemals. Und so habe ich erkannt, dass die Templer, solange sie leben, versuchen werden, die Realität nach ihrem Willen zu beugen. Sie glauben, dass es so etwas wie die absolute Wahrheit nicht gibt und falls doch, dass wir so hoffnungslos minder bemittelt sind und sie nicht erkennen. Und so streben sie danach, an ihrer Stelle ihre eigene Erklärung zu erschaffen. Es ist das Leitbild ihrer sogenannten neuen Weltordnung, die Existenz nach ihren eigenen Vorstellungen neu zu formen. Es geht dabei nicht um Artefakte, nicht um Menschen. Das sind lediglich die Werkzeuge. Es geht um Ideen. Wie klug von ihnen. Denn wie könnte man gegen eine Idee Krieg führen? Es ist die perfekte Waffe. Sie entbehrt eine körperliche Form, doch kann sie die Welt um uns herum auf zahlreiche, häufig brutale Arten verändern. Man kann keine Glaubensbekenntnis töten. Selbst wenn man all seine Anhänger tötet, all seine Schriften vernichtet, ist das im besten Falle eine Atempause. Irgendwann wird irgendjemand es wiederentdecken. Neu erfinden. Ich bin der Meinung, dass selbst wir, die Assassinen, einfach einen Orden wiederentdeckt haben, der dem alten Mann selbst vorausgeht. Antitheorie. Ein Bild. Der Apfel. Okay. Attis, Dionysus, Horus, Krishna, Mithera, Jesus. Ähnliche Geschichten ziehen sich durch ihre alten Leben. Aller Leben, Entschuldigung. Zu ähnlich, wie ich meine. Göttliches Geburtsrecht, Verfolgung, Schüler, übernatürliche Taten, Auferstehung. Wie ist das möglich? Vielleicht ist es das gar nicht. Bloß eine einzige Geschichte, die durch alle Zeit hinweg erzählt wurde. Ausgeboren und dann verändert, um sich den wandelnden Zeiten anzupassen. Sich weiterentwickelnd, wie auch unsere Werkzeuge und Sprache. Entspringt diese Geschichte Tatsachen oder der reinen Erfindung?
Ein bisschen von beidem? Könnten diese Figuren ein und dieselbe Person sein? Ihr Leben verlängert und verwandelt durch ein Stückchen Eden? Al-Mualim sprach von Jesus als einer realen Person. Ein Sterblicher, der die Kunst der Manipulation beherrschte. Doch was, wenn er nicht recht hatte? Wenn diese Männer real sind, wenn sie schon viele Male zuvor unter uns geweilt haben, bedeutet das denn, dass sie wiederkommen werden? Vielleicht sind sie ja jetzt auch hier. Fragen über Fragen und es werden jeden Tag mehr. Ach, seht mal hier. Die Sonne in der Mitte des Universums. Seht mal. Die Lehren der Assassinen. Ach, das sind die Lehren, die wir gelernt haben. Die, die uns Leonardo beigebracht hat. Die versteckte Klinge ist uns seit vielen Jahren ein verlässlicher Begleiter. Manch einer mag sogar behaupten, dass sie es ist, die uns ausmacht. Und damit würde ich gar nicht ganz falsch liegen. Entschuldigung. Viele unserer Erfolge waren ohne sie nicht möglich. Dennoch, das Stück kommt langsam in die Jahre. Daher suche ich nach Verbesserungen, die die Entfernung eines Fingers als Voraussetzung dafür, sie einsetzen zu können, überflüssig machen. Zuerst muss eine Metallplatte angebracht werden, die Schläge abwehren kann. Die anderen Assassinen glauben, dass sie aus einem neuen Metall geschmiedet wird. Man darf mir die Entdeckung der Formel zuschreiben, auf dieser Seite. Es ist besser, wenn sie die Wahrheit nicht kennen. Ich habe auch mit Malik zusammengearbeitet, um neue Methoden der Tötung zu beschreiben, aus der Luft, von Vorsprüngen und das Verstecken. Einfache Bewegungen, gleichwohl entscheidend. Die dritte und letzte Verbesserung, die zugleich auch die einfachste. Die Ausstattung mit einer zweiten Klinge. Der ersten in jeder Hinsicht identisch. Sollte sich ein Assassine jemals zweier Ziele erwehren müssen, so muss er einen Schlag nur so anpassen, dass er beide zugleich trifft. Von diesen Klingen wird es nur wenige geben, da die Metalle, aus denen sie geschmiedet werden, nur schwer zu bekommen sind. Ich muss sorgfältig darüber nachdenken, wer zwei tragen darf. Ezio zum Beispiel. Die Menschen streben nach der Herrschaft über alle Dinge, denen sie begegnen. Ich vermute, das ist eine natürliche Neigung von uns, nach der Beherrschung unseres Umfelds zu streben. Doch andere Menschen sollten nicht dazugehören. Jeden Tag werden immer mehr in die Knechtschaft gezwungen, entweder durch Blenderei oder mit Gewalt. Anderen, wenn auch nicht so deutlich gefangen, wird das Gefühl übermittelt, ihr Leben sei wertlos. Ich habe gesehen, auf welche Arten Männer Frauen schikanieren. Habe die herzlosen Worte gehört, die denen aus anderen Ländern entgegengeworfen wurden. Habe gesehen, wie diejenigen, die anders glaubten oder sich anders verhalten, leiden mussten. Wir sprechen oft über solche Dinge und schauen dabei von den Turmspitzen Masyafs. Was kann getan werden, damit es aufhört? Um Toleranz und Gleichheit zu fördern. An manchen Tagen reden wir von Bildung im Glauben, das Wissen uns von der Unsittlichkeit befreit. Doch wenn ich nur durch die Straßen gehe und sehe, wie Sklaven zur Auktion geschickt werden, wird mein Herz kalt. Wenn ich sehe, wie Männer ihre Ehefrauen beleidigen und mit Steinen bewerfen und behaupten, dass sie nur existieren, um ihnen zu dienen, ballen sich meine Hände zu Fäusten. Und wenn ich mit ansehen muss, wie Kinder von ihren Eltern fortgerissen werden, damit ein anderer Mann davon profitieren kann, fortgeschickt, um unter der Wüstensonne zu leiden und dann zu sterben. An solchen Tagen glaube ich nicht, dass Gespräche etwas bewirken werden. An solchen Tagen kann ich nur daran denken, dass die Täter sterben müssen. Der Tod als Lösung. Mare Mediterraneum. Mittelmeer. Ist denn das Zypern oder was? Keine Ahnung, bestimmt nicht. Der Apfel ist mehr als ein Verzeichnis dessen, was vor uns war. In seinem verworrenen, funkelnden Innenleben habe ich einen Blick darauf erhascht, was sein wird. So etwas darf nicht möglich sein. Vielleicht ist es das auch nicht. Vielleicht nur ein Hinweis. Woher soll man es wissen? Wie kann man sicher sein? Ich sinniere über die Konsequenzen dieser Visionen. Sind es Bilder der Dinge, die da kommen werden? Oder sticht das, was möglich sein könnte, wenn wir die Auswirkungen beeinflussen? Getrauen wir uns das und bewirken wir dabei nicht bloß das, was wir gesehen haben? Ja, natürlich. Ich sag nochmal, wenn ihr jetzt seht, was in einem Jahr passiert und ihr versucht jetzt in diesem Jahr zu ändern, was passiert, dann ist doch in einem Jahr schon berücksichtigt worden, dass ihr all das tut, was ihr tut. Also kann man theoretisch eine Vision der Zukunft nicht ändern. Ich schwanke wie immer zwischen Untätigkeit und Aktionismus.
Ich bin unsicher, welche der beiden Möglichkeiten etwas bewirken würde, falls es überhaupt möglich ist. Bin ich überhaupt dazu bestimmt, etwas zu bewirken? Dennoch führe ich dieses Tagebuch. Ist das nicht ein Versuch oder vielleicht eine Garantie, das, was ich gesehen habe, zu verändern? Vielleicht. Vielleicht. Von allen Dingen, die ich gesehen habe, quält mich nichts mehr als das Bild der Flammen. Säulen so hoch, dass sie den Himmel zu ragen. Dass sie in den Himmel zu ragen schienen. Die Erde rumpelte und bebte, Berge wurden gespalten und brachen auseinander. Große Metalltürme zerbarsten, ihr Innenleben auf dem Boden verteilt. Und überall diese Schreie. Ein solch grauenhafter Chor, dass ich noch immer einen Widerhall spüren kann. Was ist dieser Wahnsinn, den ich gesehen habe? Ich frage mich, sind sie es, diejenigen, die zuvor da waren? Sind sie dorthin gegangen, ins Feuer, in den Staub? Welche diese zerstörerische Macht das, wonach die Templer streben? Auf das sie sich gegen uns in der Hand haben und unterwerfen verlangen können? Welche Hoffnung hätten wir dann, wenn sie solche Finsternis in ihre Hände hielten? Dass sie die ganze Welt töten könnten? Dann wäre die Hoffnung weg. Entschuldigung. Mal ganz kurz ein Stückchen trinken. So. Wir müssen uns verstecken, ruhig sein, den Lauf der Geschichte im Stillen gestalten. Doch einige meiner Brüder und Schwestern sind nicht einverstanden. Die werden ärgerlich und behaupten, dass es ein Fehler ist, uns zu verbergen. Sie sagen, es verzögere unsere Arbeit. Doch sie begreifen die Risiken nicht. Und uns jetzt zu zeigen, wäre zu gefährlich. Ich befürchte, man würde uns als Verrückte beschimpfen und angreifen. Und so ist es eben. Immer gewesen. Wenn ich eines sicher weiß, dann, dass die Menschen nicht begreifen, wenn man ihnen etwas erzählt. Man muss es ihnen zeigen. Sie müssen die Verbindung selbst herstellen. Wenn ich zu einem Mann sage, sei freundlich, sei tolerant, sei aufgeschlossen, dann würden diese Worte vergehen und sterben, lange bevor sie einen Wandel herbeigeführt haben. Es wäre Verschwendung und daher müssen wir unseren Kurs beibehalten. Alter, ihr, wisst ihr mal, wie doof der mal war? Wisst ihr noch? Da seht man die Rüstung. Die Legende erzählt von einem goldenen Vlies. Würden die beiden zusammengehören? Ich habe das metallurgische Verfahren weiter präzisiert. Nun kann eine Rüstung hergestellt werden, der gleich die Welt zuvor noch nicht gesehen hat. Ich besitze große Widerstandskraft und dennoch ist sie so... Ach, sie besitzt große Widerstandskraft und dennoch ist sie so leicht, dass man volle Bewegungsfreiheit hat. Ich schwanke zwischen Staunen und Angst. Wir haben hier etwas gefertigt, das das Gesicht des Krieges ganz sicher verändern wird. Diejenigen, die sie tragen, werden nahezu unsichtbar sein. Vielleicht war es ein Fehler, dieses Stück zu fertigen. Ich halte es für das Beste, die Formel zu vernichten. Was, wenn sie in die Hände unserer Feinde fällt? Das Risiko ist zu hoch. Ist damit die Edis aus Assassin's Creed Syndicate gemeint? Der goldene Vlies? Gott. Keine Ahnung. Ich habe die alten heidnischen Glauben studiert, die diese fixe Idee neuen Datums mit einem einzigen göttlichen Schöpfer vorangingen. Die scheinen sich mehr auf die elementaren Kräfte zu konzentrieren, die die Welt um uns beherrschen und weniger auf willkürliche Regeln der Moral. Am Morgen geht die Sonne auf und am Abend geht sie wieder unter. Die Gezeiten, Erbe und Flut. Gras wächst, verwelkt, stirbt ab und sprießt dann erneut aus dem Boden hervor. Die Luft erwärmt sich, kühlt ab und erwärmt sich von neuem. Eine versteckte Energie hält uns am Boden und zieht uns zurück, wenn wir versuchen sollten, ihn zu verlassen. Jedes dieser Phänomene wurde zuvor durch einen Gott oder eine Göttin dargestellt. Jede Macht hatte ein Gesicht, doch wurde sie als etwas Eigenständiges und Mächtiges anerkannt. Dies hieß nicht, dass es keine Wechselwirkungen zwischen diesen Kräften oder Gesetzen gab. Dieses Sammelsurium von Individuen, unsichtbare Hände leiten den Lauf der Welt um uns herum. Und so gab es einen Versuch, die Art, wie die Dinge funktionieren, aufzugliedern, zu studieren, zu erklären und zu verstehen, auch wenn es fehlerhaft war. Nichts weiter. Nun werden wir aufgefordert, uns einer ziemlich vereinfachten Deutung unterzuordnen. Wie naiv es ist zu glauben, dass es eine einzige Antwort auf jede Frage gibt, auf jedes Mysterium. Dass ein einziges göttliches Licht existiert, das über uns alle herrscht. Sie sagen, es ist ein Licht, das Wahrheit und Liebe bringt. Ich sage, es ist ein Licht, das uns blendet und uns zwingt, in Ahnungslosigkeit umherzustrauchen. Für wahr, es stimmt ja. Die waren ja damals alle doof. Ich sehne den Tag herbei, an dem die Menschen sich von den unsichtbaren Monstern abwenden und abermals eine vernünftigere Weltanschauung annehmen. Doch diese neue Religion sind so bequem und sie drohen mit solch grausamen Strafen, sollte man sie ablehnen, dass ich befürchte, die Angst wird uns an die sichtlich größere Lüge aller Zeiten ketten. Der christliche Glaube. Okay, das ist die Giftklinge. Man kann Extrakte verschiedener Pflanzen der Gegend herstellen. Exotische Arten bekommt man ab und an in die Hände und Reisende
Was? Von Händlern und Reisenden. Doch ihre Eigenschaften sind nicht so gut dokumentiert und bedürfen weiterer Untersuchungen. Traditionelle alchemistische Hilfsmittel können zur Destillation des Giftes verwendet werden. Dabei sollte man Vorsicht walten lassen. Denn bestimmte Gifte können durch die ungeschützte Haut aufgenommen werden. Schon viele haben ihr Leben gelassen, weil sie zu unachtsam waren. Seine Klinge sollte man gemäß der hier aufgeführten Spezifizierungen aushöhlen. Eine Abweichung könnte zu Brüchen im Metall führen, wodurch die Klinge schwächer wird und womöglich zerbricht. Hat Leonardo gut hinbekommen. Ach, seht mal hier. Eine Weltkarte. Ohne Amerika. Pech gehabt. Du bist Orte markiert, guck mal. Was soll man von dieser Karte halten? Sie scheint die gesamte Welt abzubilden. Nicht ganz. Und auch nicht flach, wie behauptet, sondern rund, wie eine Kugel. Wie der Apfel. Doch wie ist das überhaupt möglich? Noch seltsamer sind die Länder, die darauf abgebildet sind. Große, unbekannte Flecken. Das unentdeckte Land. Es gibt doch so viele Orte, die entdeckt werden wollen. Gibt es dort Menschen? Sind die uns ähnlich? Und falls nicht, wie unterscheiden sie sich von uns? Ich würde gerne die Antworten kennen. Vielleicht habe ich eines Tages die Möglichkeit zu reisen, einen Kurs zu zeichnen und diese fernen Länder zu und in diese fernen Länder zu gelangen. Ja, verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht mehr so akkurat vorlese, aber es ist echt anstrengend. Das Assassinen-Siegel. Springen, klettern. Die Bewegung der Assassinen. An manchen Tagen vermisse ich meine Familie oder zumindest den Gedanken an sie. Meine Eltern habe ich nicht gut gekannt. Auch wenn beide innerhalb dieser Mauern gelebt haben. So war es eben bei uns. Vielleicht waren sie traurig, auch wenn sie es nicht gezeigt haben. Das war ich nicht. Das war nicht erlaubt, Entschuldigung. Wie gesagt, es ist ein bisschen viel. Was mich anbelangt, habe ich zu viel Zeit meiner Jugend mit dem Training verbracht. Dass nur wenig Zeit blieb, um über die Trennung nachzudenken. Und als ich sie dann schließlich verloren hatte, war es, als wären zwei Fremde hingeschieden. Al-Mualim war mir wie ein Vater, auch wenn seine Liebe schwach und unaufrichtig war. Doch zu der Zeit schien es mir zu reichen, sogar mehr als das. Jedenfalls dachte ich so. Eines Tages werde ich ein Kind haben. So ist der Lauf der Dinge in unserem Orden. Ich werde nicht denselben Fehler machen. Und auch kein anderer, der sich als Assassine bezeichnet. Wir werden unsere Kinder lieben dürfen und werden im Gegenzug auch geliebt. Al-Mualim glaubte, solche Bindungen würden uns schwächen. Uns zögern lassen, wenn unser Leben auf dem Spiel steht. Doch wenn wir aufrichtig für das Gerechte kämpfen, macht die Liebe solche Gefahr dann nicht leichter? Weil wir wissen, dass wir es für die Geliebten tun. Ganz ehrlich, ja. Liebe hebt auch Grenzen auf. Maria. Er hat sogar... Der ganze Kodex heißt nur für Maria. Ja, nee, ist klar. Okay. Ich habe jetzt die Antwort. Ich kenne die Wahrheit. Ich werde dieses erbärmliche Ding nie mehr berühren. Es ist das Beste, wenn niemand das tut, jetzt und in allen Zeiten. Ich habe versucht, es wenigstens zu zerstören, doch es lässt sich nicht verbiegen. Noch zerbricht oder schmilzt es. Oh, welche Ironie. Ich bin mir sicher, wenn ich den Apfel fragte, er würde mir sagen, was zu tun ist. Doch selbst diese Verheißung ist unzureichend. Immer gibt es noch ein weiteres Geschenk, das er verspricht. Ich muss es unterlassen. Er muss versiegelt werden. Wir bringen ihn auf die Insel, die einst ihrer war. Ihre war. Und nun die unsere ist. Dort gibt es Schätze, sorgsam versteckt, und das wird genügen müssen. Es ist riskant, mich von dem Artefakt zu trennen, sodass andere es entdecken könnten, aber noch riskanter ist es, es bei mir zu behalten. Mit der Zeit werde ich in Versuchung kommen. Ich bin schwach, das sind wir alle. Wer wäre das nicht? Oh, die Dinge, die ich gesehen habe. Die Geschichte ist hier, verborgen im Text. Nicht zwischen den Zeilen, sondern darunter. Dort, wohin nur unsere Augen spähen können. Geh und sieh selbst, dass du Erfolg haben kannst, wo die anderen und auch ich gescheitert sind. Die Zeit verstreicht und sie bringt neue Entdeckungen und Entwicklungen mit sich. Und so wird eines Tages schließlich die Tür geöffnet und die Nachricht überbracht werden. Sie werden ihren Propheten haben. Da ist diese Prophezeiung erwähnt. Wir werden größer. Immer mehr kommen täglich zu unserer Festungen. Männer und Frauen, Junge und Alte. Aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichem Glauben. Jeder erzählt eine ähnliche Geschichte. Den ersten Teil unseres Glaubenserkenntnisses entdeckt zu haben. Dass nichts wahr ist. Zu oft zerstörten sie die Enthüllung jedoch. Sie verlieren ihre Moral, Sicherheit, Geborgenheit. Viele werden wahnsinnig. Wir müssen sie leiten, ihnen helfen zu gesunden. Ihre Köpfe dürfen nicht mit weiteren Märchen gefüllt werden, sondern mit Wissen. Sollen sie Antworten bekommen und sollen die Antworten schwierig und vielschichtig sein. So ist das Leben. Da 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 da.
Erfolg! Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die Struktur der versteckten Klinge zu verändern, damit man mit ihr kleine Geschosse abfeuern kann. So richtet man schlimmsten Schaden an, selbst aus großer Entfernung. Ich muss zugeben, dass die Methode, die mich zu dieser Entdeckung geführt hat, gelinde gesagt riskant war. Doch ich habe herausgefunden, dass der Apfel in kleinen Dosen und mit scharfem Verstand ohne schlimme Folgen genutzt werden kann. Das hoffe ich jedenfalls. Ja, sehr, sehr subtile Zeichnungen. Ein dunkler Strom erhebt sich im Osten. Eine Armee von solcher Größe und Macht, dass das ganze Land in hellem Aufruhr ist. Ihr Anführer ist ein Mann namens Temujin, der den Titel Genghis Khan angenommen hat. Ist nicht wahr? Er fegt über das Land und erobert und greift sich alles, was in seinem Weg steht, ganz gleich welche Beweggründe er hat. Er muss aufgehalten werden. Wäre recht jünger, würde ich es versuchen, diese Aufgabe im Stillen anzugehen, denn ich vermute, dass es ein Ehensplitter im Spiel ist. Doch diese Tage sind schon seit Jahren vorbei. Der Kelch muss weitergegeben werden. Es ist an der Zeit, dass sie und ich mit unseren Söhnen reden. Wir reisen zusammen dorthin, damit sie geprüft werden und damit diese Bedrohung beendet wird. Schon bald werde ich diese Welt verlassen. Eine Zeit ist gekommen. Jede Stunde des Tages ist nun gefüllt mit den Gedanken und Ängsten, dass diese Erkenntnis entstammen. Ich weiß, dass die Elemente meines Körpers zur Erde zurückkehren, doch was ist mit meinem Bewusstsein, meiner Identität? Das will heißen, was wird aus mir? Ich ahne, dass es ein Ende finden muss, dass es keine nächste Welt gibt und auch keine Wiederkehr in diese Welt. Es wird einfach vorbei sein, in alle Ewigkeit. Unsere Leben sind so kurz und unbedeutend. Der Kosmos schert sich nicht um uns. Um das, was wir getan haben. Hätten wir Böses anstelle von Guten getan? Hätte ich mich entschieden, den Apfel zu missbrauchen, anstatt ihn zu versiegeln? Nichts davon hätte einen Unterschied gemacht. Es gibt keine Bewertung, keine Abrechnung, kein Schlussurteil. Es ist einfach Stille und Dunkelheit. Vollkommen und uneingeschränkt. Und so habe ich angefangen, mich zu fragen. Gibt es keine Möglichkeit, die Umarmung des Todes aufzuhalten oder zumindest hinauszuzögern? Sicherlich waren diejenigen, die vor uns kamen, nicht so schwach wie wir, doch ich habe geschworen, mit dem Artefakt abzuschießen, nicht in sein Inneres zu blicken. Und doch, in Anbetracht meines ansehbaren Endes, was kann da ein letzter Blick schon anrichten? Ach, Alter, ihr. Ihr seht, mit Hilfe des Adlerauges erkennen wir hier Zeichen auf den Codex-Seiten, die Alter ihr hinterlassen hat, damit nur ein wahrer Assassine sie sehen kann. Wir verschieben sie schnell und ihr seht, es bildet sich Stück für Stück eine Karte ab, die Alter ihr hier versteckt hat. Vielleicht verwirrt, was stimmt denn nicht? Ihr seht, es ist die Weltkarte natürlich. Es ist eine Karte der gesamten Welt, aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft, sie ist anscheinend in Rom und der Spanier.
Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Seit Jahren, nein, Jahrzehnten, suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Natürlich, Mario. Das X markiert den Ort. Ja. Schick aus, oder? Eine Weltkarte versteckt. Versteckt von Altair. Na gut, ihr habt gehört. Mario wartet auf unsere Botschaft, dass wir bereit sind, nach Rom zu reisen und uns Rodrigo Borgia entgegenzustellen. Das machen wir auch, aber erst beim nächsten Mal hier bei Assassin's Creed 2. Das große Finale der Haupthandlung wartet auf uns und damit der Kampf, oder eher gesagt die Konfrontation mit dem Papst selbst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Assassin's Creed 2. Ah ja, seht, wer da ist. Ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Der berühmte Meister und Mentor, Ezio Auditore de La La La. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Möge es sich nie ändern. Dein Vater war ein Assassine. Und so verurteile ich euch zum Tode. Vater, dafür werde ich dich töten. Beeindruckend. Nun fehlt nur noch die Tat. Dieses Leben, es wählte mich. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen!